Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 21. September 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Und heute Spezialgast, Bern einfach Spezial, Thierry Burkhardt, Ständerat Kanton Aargau, FDP-Parteipräsident. Thierry, herzlich willkommen bei Bern einfach. Freut uns sehr, dass du da bist. Sali Markus, sali Dominik. Herzlichen Dank für die Einladung. Ist natürlich ein Privileg für mich. Gleichfalls. Gut, heute Ständerat, du bist Ständerat. Heute war ein Tabakwerbeverbot-Thema im Ständerat. Dominik, was sind da die wichtigsten Eckdaten? Ja, der Ständerat hat, glaube ich, entgegen der vorberatenden Kommission voll auf Linie von Alain Berset eigentlich noch mehr beschlossen, als man damals in dieser Initiative Tabakschutz von Kindern und Jugendlichen von Tabak beschlossen hat. Und das ist schon noch verrückt. Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, der Ständerat sei noch ein bisschen die Kammer, wo man so ein bisschen Mass hält und ein bisschen Klarheit hat und dann nicht dumme Entscheidungen macht. Ja, ich bin enttäuscht vom heutigen Entscheid im Ständerat, insbesondere dort, wo es darum gegangen ist, dass man, oder wie man will, die Initiativen umsetzen. Es ist klar, die Initiative will den Jugendschutz. Entsprechend ist klar, dass dort, wo die Medien durch Jugendliche und Kinder zugänglich ist, keine Tabakwerbung kann machen. Aber nachher haben wir eine Formulierung, so wie sie eigentlich die Initianten in ihren Black-Light-Broschüren damals publiziert haben, in das Gesetz hineinnehmen. Das ist massiv angegriffen worden von der Linken. Es hat geheissen, ja, das gibt einem viel zu ausufern. Man würde praktisch das Gesetz oder beziehungsweise die Initiative umgehen. Man hat sogar mit der Masseneinwanderungsinitiative verglichen, obwohl man wirklich ihre Formulierung übernommen hat. Was ist jetzt die Lösung vom Ständerat beschlossen? Natürlich von links unter gütlicher Mithilfe von der Mitte. Man hat jetzt gesagt, man darf nur noch Werbung machen in Publikationen, die nur fürs Ausland sind. Erstens. Oder Fachpublikationen, die für Tabakfachthemen, also eigentlich ein faktisches, totales Werbeverbot, obwohl man eigentlich immer das Gegenteil behauptet hat. Und es ist auch unglaublich, dass die Medien da sich nicht mehr gewehrt haben. Oder? Die Verlage haben sich zwar schon gewehrt, aber die Journalisten selber, denen ist ja eigentlich völlig egal, ob ihren Lohn irgendeiner noch gezahlt werden kann. Spielt keine Rolle am Schluss. Zahlt das der Staat? Nein, ist eigentlich wahnsinnig. Und vor allem ist ja meiner Meinung nach nach wie vor gar nicht erwiesen, dass so ein Tabakwerbeverbot wirklich wahnsinnig viel auslöst. Ja, es ist halt ein Menschenbild, oder? Man geht davon aus, wenn junge Leute irgendwie einen coolen Mann mit einer Zigarette, den Marlboro Man, sehen, der längstens gestorben ist, dass sie dann sofort auf den Kiosk gehen und ein Päckchen kaufen. Das ist so ein Menschenbild. Man tut den Leuten nichts mehr zumuten, obwohl heute alle, auch alle Jugendlichen, wissen, dass Rauchen nicht gesund ist. Faktisch will man eigentlich ein Tabakverbot. Man will ja auf der guten Seite sein, nämlich dort vom Schutz von allen Menschen vor diesen bösen Tabakprodukten. Selbstverständlich weiss man, dass man mit dem nicht durchkommt und darum macht man scheibchenweise. Seit vielen Jahren, Jahrzehnten probiert man das jetzt einfach über das Werbeverbot. Ich meine ganz klar, Produkte, die legal zugänglich sind, dürfen und sollen beworben werden. Nur das ist das Prinzip der Marktwirtschaft. Und das ist eine Salamipolitik à la Sozialismus. Es ist auch deutlich, oder? Es ist ja nicht nur beim Tabaken so, sondern du merkst ja, dass überall, wo es um ein Produkt geht, das ihnen nicht gefällt, also der Linken nicht gefällt oder der Lebensstil irgendwie ihnen ein Dorn im Auge ist, probieren sie es zuerst mit Werbeverbot. Das Gleiche ist ja bei den Autos, oder? Wir haben ja den Fall gehabt von der Stadt Lausanne, wo völlig erschüttert ist, dass es da so angeblich sexistische Werbung gibt für Autos. Man schlägt dort die Frau, die sich gezeigt hat, aber eigentlich meint man natürlich auch dort das Auto. Und das Gleiche gilt ja für Coca-Cola, da wird der Zucker wird dann bald auch mal noch verboten. Aber ich muss ehrlich sagen, als Journalist, es ist birrenweich, dass wir Journalisten uns nicht mehr wehren, weil es ist für uns, in der Werbung ist nach wie vor ein wichtiges Thema für den Journalismus. Ja, natürlich. Und aber, ja, was meinst du, Markus, unsere Kollegen? Weißt du, es braucht dann schon ein bisschen betriebswirtschaftliches Know-how, dass du weißt, mein Lohn muss gezahlt werden und er wird eben nicht vom Herrn Subino zahlt, sondern von den Einnahmen, die die Media hat. Das ist hochkomplex, Markus. Ja, und vor allem, sie wollen ja eigentlich lieber eben vom Staat zahlt werden. Das ist ihnen ja auch. Das passt ihnen ja nicht, dass die Familie Subino ihnen einen Lohn zahlt, sondern sie wollen lieber gerade direkt vom Staat gezahlt werden. Vielleicht kurz Truppe auf die Diskussion, die heute im Ständerat gelaufen ist, der gleiche Herr von der SP, der da Wortführer war, ist natürlich zur totalen Einschränkung. Das war der Ständerat aus Bern. Stöckli. Der Stöckli Hans, Entschuldigung, genau.
Der hat dann ein paar Traktanten weiter sich vehement für die Legalisierung vom Hanfkonsum eingesetzt. wo man ja dafür sein kann, aus liberaler Sicht, aber man sollte dann eigentlich konsequent sein und nicht so widersprüchlich. Er hat dann selbstverständlich sich noch verteidigt, das muss ich zu seiner Ehrrettung sagen. Er hat sich dann verteidigt und hat gesagt, er wäre selbstverständlich für ein Werbeverbot bei den Hanfprodukten. Immerhin. Gut, gehen wir zu der Nationalbank. Heute ein wichtiger Entscheid, Zinsentscheid oder eben nicht Zinsentscheid. Dominik, was passiert? Ja, der Leitzins der bleibt bei 1,75%. Das war ein bisschen überraschend gewesen. So ein bisschen die so ein bisschen Nationalbankologen sind, haben das Gefühl gehabt, wir gingen eigentlich noch mal ein Viertelprozent rauf. Das war aber nicht der Fall gewesen. Das führt auch dazu, dass bei den Mieten nichts passiert. Offensichtlich ist die Nationalbank der Meinung, dass die Inflation genug bekämpft ist. Sie ist auch oben runtergekommen jetzt noch über den Sommer und darum hat man es wahrscheinlich da dabei belassen. Aber wie immer, alle Vierteljahr tut sie das wieder anschauen. Wir sind gespannt, was dann im Dezember passiert. Und es ist ja gleich noch erstaunlich. Ich meine, die Zinsen sind ja immer noch tief und man hat eigentlich immer das Gefühl gehabt, eben, wir müssen jetzt das endlich wieder mal die Zinsen ein bisschen aufbringen, damit die Leute auch wieder ein Bewusstsein bekommen für den Wert des Geldes. Thierry, wie tust du es beurteilen? Ist da irgendwo noch eine politische Überlegung dahinter? Hat man vor den Wahlen nicht wollen? Oder ist man da einfach me too, weil die Amerikaner jetzt Zinsen nicht aufgemacht haben und auch die EZB nicht? Wie schätzt du das ein? Ich hoffe natürlich ganz fest, dass keine politischen Gründe damit verbunden sind. Weil ich bin ein absoluter Verfechter von der Unabhängigkeit von der Geldpolitik von der Nationalbank. Sie hat den Auftrag, die Inflation zu bekämpfen. Und wenn sie den Eindruck hat, dass die Inflation mit Zinserhöhung muss bekämpft werden, müsste sie das machen. Und insofern gehe ich jetzt davon aus, dass das ein guter Entscheid ist. Aber das wird man bei einer Nationalbankentscheid immer erst im Nachhinein können beurteilen. Gut insofern, als dass es offenbar nicht notwendig ist, die Inflation über Zinserhöhungen zu bekämpfen. Und insofern ist das natürlich für die Schweizer Wirtschaft durchaus positiv. Aber wie gesagt, man wird sehen, ob es richtig oder falsch war. Im Vordergrund muss die Inflationbekämpfung stehen. Gut, immerhin, da muss man sagen, für die Hausbesitzer, aber auch für die Leute, die Miete zu Miete wohnen, ist das eine gute Nachricht. Zinsen gehen nicht rauf. Und Hausbesitzer sind ja sowieso unsere Lieblingseigentümer. Das sind die wichtigen Leute von dieser Schweiz, auch die Leute, die es werden wollen. Eigentum ist ganz wichtig. Und wer eine wichtige Botschaft will hören, warum Hausbesitzer und Immobilien etwas gut sind, der soll jetzt ganz genau durchspitzen. Verkauf, Bewirtschaftung und Bewertung. Immovisa ist die richtige Partnerin für Sie. Kontaktieren Sie uns jetzt online auf www.immovisa.ch und sichern Sie sich eine kostenlose Erstberatung. Ja, gestern hat Eva Herzog, Ständerätin von Basel-Stadt SP, bekannt gegeben, dass sie nicht nochmal einmal antreten zur Bundesratswahl. Sie hat schon zweimal das probiert. Letzten Dezember ist sie gescheitert. Jetzt hat sie offensichtlich das Gefühl gehabt, nein, es langt. Dafür kann man erwarten, man weiss es eigentlich schon, dass der Beat Janz, heute Regierungspräsident von Kanton Basel-Stadt, auch ein Sozialdemokrat selbstverständlich, es geht ja um die Nachfolge von Alain Berset, SP-Bundespräsident, dass der Beat Janz wahrscheinlich dort antritt, er soll das morgen bekannt geben. Jetzt ist klar, Thierry, du kannst gar nicht viel sagen, das ist logisch, das ist immer so ein absolutes ein Lieblingsthema unter den Journalisten, wir berichten über das berichten, wie über irgendeine Fußballliga und so weiter, das ist lustig. Aber jetzt grundsätzlich einfach einmal das, was du kannst sagen. Beat Janz, den kennst du sicher auch noch aus dem Nationalrat, ist das aus eurer Sicht ein valabler Kandidat? Ja, du sagst es natürlich richtig. Oder? Wir können aus parteitaktischen Gründen uns jetzt zu den einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten noch nicht äussern. Wir wollen jetzt erst mal abwarten, wer überhaupt nominiert wird. Das ist meines Erachtens fast die interessantere Geschichte. Es ist nämlich, nominiert sie den Ständerat Josic von Zürich oder nominiert sie ihn nicht. Wenn sie ihn nominiert, habe ich den Eindruck, hat er dann nachher sehr gute Chancen gewählt zu werden im Parlament. Also seine Hürden ist dort viel höher in den eigenen Reihen. Das ist fast interessanter. Für mich ist einfach völlig klar, grundsätzlich muss die SP valable, fähige Leute nominieren. Und da ist es mir auch egal, ob Mann oder Frau. Mir ist auch mehr oder weniger egal, welche Region. Die Qualität muss im Vordergrund stehen. Wir dürfen nicht vergessen, bei allem Respekt vor Fußballspiel, Aspekt von der Beauty Contest, Aspekt von der Bundesratswahl. Es geht um unsere Landesregierung. Und entsprechend muss man das auch mit der genügenden Ernsthaftigkeit angehen.
Und die Regel ist so, wenn die SP uns die Wahlabendkandidaten zur Verfügung stellt, werden wir daraus raus wählen. Und für mich ist auch klar, ich habe das auch schon öffentlich gesagt, für mich hat die SP den Anspruch. Und zwar unabhängig davon, ob jetzt die Grünen sich etwa ein bisschen halten können oder nicht. Ich stehe dazu, dass die vier grössten Parteien sollen die 7 Sitze halten, also 2-2-2-1. Und die SP ist zudem an, da muss ich mit Respekt sagen, in der ganzen Schweiz verankerte, durch alle föderalen Ebenen Verantwortung tragende Partei. Und insofern hat sie meines Erachtens Anrecht. Und nicht die Grünen, die eigentlich eher einen Bewegungscharakter hat und meines Erachtens noch nicht wirklich können zeigen, dass sie ernsthafte Regierungsverantwortung wahrnehmen kann. Jetzt, was mich wundernimmt, weißt du, die Tickets, du hast vorher auch angesprochen, wie verbindlich sind die? Mein subjektiver Eindruck so aus 20 Jahren ist, dass das immer wie sakrosankt geworden ist. Dass man eigentlich heute fast nicht mehr das in Frage stellt, wenn eine Partei mal gesagt hat, jemand von diesen zwei oder so muss es dann sein. Wie siehst du das? Ja, das ist tatsächlich so. Das hat damit zu tun mit den Wahlen bzw. Abwahlen im 2003 und 2007. Genau, und Metzler und Christoph Blocher. Und das hat die Schweizer Politik dann recht paralysiert. Und gerade angesichts dessen, dass man ja, ohnehin schwieriger geworden ist, zu Kompromissen zu kommen, zu Lösungen gemeinsam zu finden. Gerade in der Zeit jetzt, wo die wirtschaftliche Lage sich verschlechtert und wir unbedingt jetzt Reformen angehen, wäre es meines Erachtens ein falsches Zeichen, wenn man jetzt würde Spiele treiben, wo nachher die Schweizer Politik definitiv blockieren. Das können wir uns momentan nicht leisten. Aber vorausgesetzt ist immer, dass das Ticket muss eine Auswahl geben und die Leute wirklich auch wählbar sind. Aber du hast vorher gesagt, wegen der Regionen, du weißt, wir haben da, Dominik und ich, tun da immer ein bisschen spekulieren. Jetzt zum Beispiel ein Roger Nordmann, ein Welscher Kandidat. Das wäre für euch denkbar, oder wie sieht das aus? Ja, grundsätzlich sollte man gemäss Verfassung auf die Ausgewogenheit schauen. Das muss nicht in jedem Fall immer sakrosankt sein. Aber sicher hat das ein bisschen einen Weisungscharakter. Insofern steht wahrscheinlich ein Kandidat aus der Romandie nicht im Vordergrund. Aber wie gesagt, wichtiger ist sicher die Qualität. Ich würde darum eine Kandidatur Nordmann nicht als chancenlos bezeichnen, aber ich bin da sehr viel weniger, optimistisch diesbezüglich als ihr zwei. Was mich noch wundernimmt, kürzlich oder gestern hat Cedric Wermuth im Welschen Radio oder Fernsehen bei RTS hat er gesagt, ja, ihn störe, dass das wie eine Art Assessment sei, wie man da die Bundesräte auswähle. Er wolle auch lieber mit diesen Bundesräten über Inhalt und über Ideologie und so weiter reden. Siehst du das auch so, dass man eigentlich viel mehr im Auswahlverfahren müsste über Inhalt reden und nicht über Taktik oder eben ob jemand irgendwie nett ist oder ob jemand kann führen oder so. Welche Qualität, wenn du von Qualität redest, ist für dich wichtig? Ja, natürlich. Also die Qualitäten müssen abgeklopft werden und am Schluss ist es immer, abgesehen von Qualitäten, auch eine politische Wahl. Und insofern gibt es natürlich Unterscheidungen von den Kandidatinnen und Kandidaten innerhalb von einer Fraktion. Der eine ist ein bisschen mehr links, der andere ein bisschen mehr rechts, hat dort eine andere Einstellung, da eine andere Einstellung. Und das muss man rausschellen. Insofern bin ich einverstanden mit dem Cedric Wermuth. Man soll die Inhalte wirklich auch anschauen. Für was steht jemand, für was steht er ein oder sie. Und selbstverständlich auch die Führungsverantwortung. Ich meine, man darf nicht vergessen, man ist einerseits Mitglied von einer Kollegialbehörde, Bundesrat, aber auf der anderen Seite Departementschef oder Chefin. Und dort steht man Tausende von Leuten vor und eine kleine Erfahrung diesbezüglich würde also weiss Gott nicht schaden. Und man muss schon sagen, immerhin, das ist der Trost, ist unser System so stabil, dass es schon manch schlechten Bundesrat überlebt hat. Das würde ich auch betonen. Weiss Gott, seit 1848 haben wir da eine ziemlich grosse Auswahl gehabt von mittelmäßigen Leuten, das ist klar. Roger Nordmann wollte ich nur noch schnell anfügen, weil ich natürlich immer noch Optimist bin. Wobei Optimist, mein Gott, ich hätte keine Freude. Aber in der Einschätzung von der Chance haben wir das Wort gebraucht. Ja, ist klar. Aber hast du eigentlich gewusst, Jerry, dass er eigentlich Zürcher ist? Bürgerrat Soizach. Also es ist so, das habe ich nicht gewusst, aber wenn jemand will, Bundesrat wäre, kommt, habe ich alle möglichen Heimatörter und Verbindungen zu allen möglichen Regionen in diesem Land raus. Das ist immer wieder überraschend. Nein, er hat das wirklich nur Bürgerort Soizach
Und dann natürlich noch Bürgerrat Brüssel, aber das ist normal bei den Sozialdemokraten. Nein, aber also, das zwingende Kriterium wäre natürlich, wenn er Bürgerort im Kanton Aargau hätte, dann hätte er bei mir eine halbe Chance. Ja, natürlich. Nein, jetzt noch schnell ein anderes Thema, wo du hast vorher gesagt, die vier grössten Parteien sollen im Bundesrat vertreten sein. Jetzt hat es da eine kurze Spekulationswelle gegeben, weil die Umfragen darauf hingedeutet haben, wobei, also meine, wahnsinnig knapp und es ist eigentlich im Grenzbereich. Es hat darauf hingedeutet, dass die FDP könnte weniger stark werden als die Mitte. Was braucht es, dass du würdest jetzt sagen, ja, also wir Freisinnigen, wir müssen jetzt hier einen Bundesrat abgeben? Was wären für dich Kriterien? Also zuerst einmal, Wahlen haben Auswirkungen. Das muss man sich einfach immer bewusst sein. Und das heisst, wenn die FDP nicht mehr an dritter Stelle ist, sondern an vierter und auch dort bleibt, dann wird es irgendwann dazu kommen, dass wir einen Sitz verlieren im Bundesrat. Das muss man einfach ehrlicherweise sagen. Und so offen muss man auch sein, auch als FDP-Präsident. Man muss einfach wissen, wenn die FDP einen Sitz verliert, weil mit die CVP die FDP überholt, dann heisst das mehr linke Politik in unserer Landesregierung. Das heisst, eine Partei mehr vertreten zu haben in der Landesregierung, die sich zusammen mit den Linken gegen die Erhöhung der Krankenkassenabzüge gerade diese Woche eingesetzt hat. Es heisst, eine Partei zu haben, die sich neuerdings für das uralte linke Anliegen Einheitskassen einsetzt. Und es heisst, eine Partei mehr in der Landesregierung zu haben, die jetzt diese Woche die Regulierungskostenbremse abgelehnt hat, zusammen mit den Linken, also gegen die KMU in diesem Land, wo sie immer betont, dass das Rückgrat von der Schweizer Wirtschaft das so vorgeht. Das ist einfach das, was passiert. Das Einzige, was man noch sagen kann, ist, und da hat auch der Gerrit Pfister auch öffentlich jetzt bereits schon ein Asyl eingewilligt, dass er gesagt hat, bestehende Bundesräte würden nicht abgewählt werden. Das heisst, ich gehe davon aus, dass wenn unsere beiden Bundesräte wieder antreten, dass es dort keine Veränderung gibt, wenn man den Gerrit Pfister beim Wort nehmen kann. Aber mittelfristig hätte das Auswirkungen mit denen, die ich eben beschrieben habe. Und insofern meine ich, ist es, wenn jemand bürgerlich orientiert ist, wenn eine bürgerlich weiterhin bürgerliche Landesregierung hat, ist es notwendig, dass man der FDP die Stimme gibt. Oder bürgerlich wählt, jede Stimme für die Mitte ist in dem Fall eine Stimme für eine linkere Regierung. Also ich würde auch sagen, Geris Wort in Gottes Ohr. Ich bin nicht so sicher, ob er dann nachher noch sich gut kann erinnern daran, was er jetzt gesagt hat. Er weiss natürlich, dass seine Wähler das nicht so gut gern hören, dass er der CVP oder die Mitte, wie man muss jetzt sagen, nachher eigentlich der Linken würde zum Durchmarsch in der Regierung würde helfen. Das tut sich jetzt nicht so gut an, hören jetzt noch kurz vor der Wahl. Aber nach der Wahl ist alles anders. Dann hat man 4 Jahre Zeit, um die Wähler wieder in die Irre führen. Meine Frage ist, sollten die Freisinnigen nicht viel härter und klarer jetzt auch eine Kampagne machen gegen die Mitte? Weil du weisst es gut, ich weiss es, der Dominik weiss es. Die Mitte tut eigentlich die ganze Zeit immer wieder die Linken unterstützen und kurz vor der Wahl sagen sie, April, wir sind bürgerlich, könnt uns bitte wählen. Müsst ihr nicht einfach eben alle die Kehrwenden mal richtig plakatieren und die richtig angreifen, auch um die aus dem Busch rausklopfen? Doch, werden wir. Wir werden nur allein aufgrund von dieser Session aufzeigen, wo das überall mit den Linken gestimmt hat, wo im Gesundheitsbereich, wo das verhindert hat, dass man Reformen machen kann in der Gesundheitspolitik, so dass eben die Kosten nicht immer noch mehr steigen ins Unermessliche und Krankenkassenprämie halt irgendwo für den Mittelstand dann nicht mehr finanzierbar ist. Aber sie wollen das natürlich nicht, Hand bieten zu Reformen, weil sie wollen ja ihre Initiative pushen. Aber die Initiative ist ja eine Totalkapitulation von der Politik, weil dort steht drin, wenn es dann zu teuer wird, ganz vereinfacht gesagt, wenn es dann zu teuer wird, dann muss die Politik eine Lösung finden und das will man in die Verfassung einschreiben. Ausgerechnet die lancieren so eine Initiative, die selber ja der Schalthebel von der Politik nämlich im Parlament sind und könnten entsprechend Vorschläge machen. Ja, wir machen das, wir müssen es machen, mit den noch vorhandenen Mitteln, die wir haben. Für mich ist es einfach eindrücklich. Offenbar hat sich alle Journalistinnen und Journalisten in diesem Land daran gewöhnt, dass halt mit die das eine sagt und das andere macht und insbesondere koaliert mit den Linken, vor allem im Nationalrat, dass man solche Wechsel von dem, was man sagt, zu dem, was man dann tut, gar nicht mehr gross thematisiert wird.
Am schlimmsten finde ich es aber bei der Energiepolitik. Das ist wahnsinnig. Auch wenn mit Leuten aus der Mitte redest, sagen alle, ja, wir wissen schon, nur mit Erneuerbaren schaffen wir das nicht. Schon gar nicht irgendwie, wenn dann die AKWs mal sehr so alt sind, dass man sie wirklich nicht mehr sicher betreiben kann. Aber sie behaupten immer noch, es ging ohne grosse Kraftwerke, welcher Technologie auch immer. Das ist brutal. Und es gibt einige wenige, ich erinnere mich an ein Podium, das ich für die Mitte gemacht habe im Luzerner Hinterland, mit 4 eidgenössischen Parlamentarier, und 2 haben einfach behauptet, das braucht es nicht. Und festhalten an einer Energiestrategie, wo, wie du im Interview bei der NZZ am Sonntag und auch im Sonntagsblick gesagt hast, wo einfach die Annahmen nicht stimmen und nicht bereit sind, etwas Neues zu machen. Oder auch gestern Bern einfach live in Schweiz, Ständerat Ottmar Reichmuth, der einfach sagt, es kommt schon gut, wir müssen nur noch mehr machen, dann kommt es gut, oder? Ich muss vielleicht einfach noch vorbemerkend sagen zur Ehrrettung. Ich bin natürlich sehr froh um die Mitte Ständerat, wo etwa mal da und dort anders stimmt als die Nationalratsdeputation. Also mit der Mitte haben wir grundsätzlich eine gute Zusammenarbeit im Ständerat. Aber ja, es ist offensichtlich, wir streuen von der Politik her Sand in die Augen streuen von der Bevölkerung. Man sagt nämlich nie, um was es wirklich geht. Es geht nämlich um die Winterstromlücke. Das ist das grosse Problem. Und wenn man PV-Anlagen auf alle Dächer bauen, dann bringt das mehr Sommerstrom. Das führt dann übrigens irgendwann mal dazu, dass das Netz derart grosse Schwankungen ausgesetzt ist, dass das technisch dann hochanspruchsvoll wird. Ökonomisch ist nochmal ganz eine andere Geschichte. Aber das Winterstromproblem haben wir nicht gelöst. Und für das brauchen wir, wenn wir schon von Erneuerbaren reden, selbstverständlich mehr Wasser. Dort üben wir seit 20 Jahren an der Erhöhung der Grimselstaumauer. Ist immer noch nicht geklappt. Nach 25 Jahren hat man jetzt 6 Windräder, die auch Winterstrom liefern, in Sendkar endlich in Betrieb nehmen. Ich rede aber von 6. Es bräuchte für den Ersatz von einem Kernkraftwerk 1000. Das ist also überhaupt nicht möglich in der Schweiz. Und jetzt hat noch gerade die Grünen haben noch verhindert in Wallis alpine Solaranlagen, die auch noch einen gewissen Teil an Winterstrom bringen. Also wir kommen nicht vorbei an den Grosskraftwerken. Und dort steht in der Energiestrategie, wir machen das mit Gas. Das hat aber entsprechende Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit, weil wir uns abhängig machen von autokratischen Staaten. Erstens und zweitens haben wir am 18. Juni von diesem Jahr auch beschlossen, dass wir im Bereich Klima vorwärts machen. Das ist ein Widerspruch. Und insofern müssen wir ehrlich sein und sagen, ja, wir wollen wenigstens mal, das ist nur ein Schritt, aber ein wichtiger, die bestehenden Kernkraftwerke, die wir haben, weiter können betreiben. Dafür braucht es Rahmenbedingungen, dass wieder investiert wird, weil wenn investiert wird, dann kann die Sicherheit gewährleistet werden und dann können sie lange betrieben werden. Das haben wir versucht. Der Vorstoß ist leider abgelehnt worden im Parlament, genau mit dem Inhalt. Selbstverständlich sind wir unterstützt worden von SVP, abgelehnt worden Mitte links. Auch da ist die Mitte-Partei, die ich wirklich nicht verstehe, in welche Richtung das gehen will. Aber sie haben halt das Dogma von der Doris Leuthard. Ja. Also gut, am Schluss, das Dogma eigentlich von der Mitte, und das ist auch von der CVP lang eigentlich immer das Thema gewesen. Es ist einfach Machterhalt, und für das machen sie alles. Sie tun ihre Großmutter verkaufen, sie tun die katholische Kirche verkaufen, sie machen alles, um an der Macht zu bleiben. Es ist eine Schlangenölverkäuferpartei. Wählen die nicht. Wer bürgerlich denkt, kann die Partei nicht wählen. Das ist keine bürgerliche Partei mehr. Punkt. Gut, gehen wir noch zum letzten Thema. Alain Berset, SP-Bundespräsident, hat eine wichtige Botschaft für uns alle. Dominik, um was geht's? Ja, er tut auf einer Website wählmal.ch mit E geschrieben, ganz toll. Tut er Leute auffordern, sie sollen unbedingt wählen, und man kann sich anmelden in einer WhatsApp-Gruppe, also seine Handynummer hinterlassen, und dann wird man noch einmal aufgefordert, kurz vor der Wahl ja nicht auszuschlafen am 22. Oktober, sondern eben go wählen zu lassen. Das Portal, das sei parteipolitisch unabhängig. Es wird aber getragen von 3 linken Online-Zeitungen, Zürich.ch, das ist das, wo die wären bankrott gegangen, wenn es linksgrüne Stadt Zürich nicht noch Geld übergeschoben hätte. Hauptstadt, das ist schon der Titel falsch, weil Bern ist Bundesstadt und nicht Hauptstadt, auch ein Linksportal. Bajour ist finanziert von einer Öri-Tochter, seit 700 Jahren 700 Millionen werden dort verbrannt ungefähr. Ja, und dann noch die Stiftung Mercator, das ist ebenfalls eine linke Stiftung, die nur linke Projekte unterstützt. Und es ist ganz klar, man kann schon so tun, als sei das parteipolitisch unabhängig. Aber wenn die Verbreitung in linke Medien zu linken Leuten geht, dann ist es klar, der Alain Berset macht Mobilisierung von SP und Grünen.
Ferry, wie müssen wir das beurteilen? Ja, die Bundesräte haben sich grundsätzlich gerade bei Wahlen und Abstimmungen insofern zurückzuhalten, als dass sie eben nicht dürfen die Kampagne machen. Sie dürfen informieren. Sie dürfen sicher offensiv informieren. Das ist, wird auch immer gemacht und das ist bis zu einem gewissen Grad in Ordnung. Aber da geht es ja um eine Mobilisierungskampagne für die linken Parteien. Weil es sind ja die linken Parteien und, oder die linken Wählerinnen und Wähler, die diese Portale konsumieren. Und das ist also mindestens grenzwertig. Ich würde sogar sagen, da ist Grenzen überschritten. Aber wir werden dann sehen, wahrscheinlich geht es nicht lang und dann gibt es Vorwürfe im Zusammenhang mit der GPK-Untersuchung. Ich weiss den Inhalt nicht und kann darum auch nichts verraten. Aber ich gehe davon aus, dort geht man auf die Bürgerlichen dann los, weil sie irgendwann da und dort mal in einer Abstimmung offenbar ein bisschen offensiver kommuniziert haben, also Bundesrat. Da sieht man die Doppelmoral von der Linken. Man sieht es übrigens, wenn ich den Bogen auch noch schnell schlagen darf, auch bei den Transparenzbestimmungen, wo jetzt ja ein grosses Thema ist in den Medien im Zusammenhang mit den Wahlen. Die Bürgerlichen und Wirtschaftsverbände tun jeden Rappen ganz genau und ja nichts falsch offenlegen. Die Linken, die lassen natürlich von den Gewerkschaften grosse Veranstaltungen machen und Streiks aufrufen und sagen dann natürlich, das hat nicht, gar nichts mit den Wahlen zu tun und darum legen wir auch nicht offen. Also genau, die Moral ist schon schlagend. Und ich meine auch die ganze Kampagne von der SP, Kaufkrafterhaltung, wo ganz zufällig genau das gleiche Thema ist, das die Gewerkschaften jetzt erfunden haben, das ist alles Zufall. Ganz ein kleiner Zufall. Nein, es ist eine Zumutung und eben Gewerkschaften, da wird an den Nebelspalten noch mehr weiter recherchieren, die sollen ihre Zahlen endlich nennen. Es ist einfach grotesk, dass die Seite, die ganze Zeit nach Transparenz gerufen hat, jetzt eigentlich am wenigsten transparent ist in dem ganzen Wahlkampf. Es ist eine Zumutung. Gut, das war es. Bern einfach spezial, heute mit dem Thierry Burkhardt. Danke vielmals, Thierry, das ist sehr, sehr interessant gewesen. Wir hören uns wieder. Ja, gleichfalls. Wir hören uns natürlich morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Aber ganz wichtige Ankündigung: nächste Woche wieder live Bern einfach. Oder live ist eigentlich ein bisschen falsch gesagt, aber Bern einfach spezial bei den Leuten, nämlich in Bern. Und zwar am 28. September, das ist der Donnerstag, also genau in einer Woche, 28. September 2023 in Bern im Käfigturm. Die Türöffnung ist am 7. Es fängt an um 7:30 Uhr. Es diskutieren Ständeratskandidaten vom Kanton Bern, unter anderem der Werner Salzmann von der SVP, Sandra Hess von der FDP und der Jürg Grossen von der GLP. Kommt alle, ihr müsst euch aber anmelden, sonst werden wir völlig überrennt. Aber kommt, es ist immer wieder interessant, es ist lustig, es läuft etwas und die Ständeräte, die kommen alle ein bisschen auf die Welt, weil sie mal ein bisschen anders befragt werden als normalerweise. Gut, das ist es. Ich wiederhole es noch einmal, Bern einfach spezial, heute mit dem Thierry Burkhardt. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, redet von uns, tönt uns weiterempfehlen bei euren Freunden und Bekannten und vor allem tönt uns sehr, sehr hoch bewerten, das hilft uns. Danke vielmals und wie gesagt, wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.